Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. In diesem Vlog geht es um meinen 29. Geburtstag. Leute, ich bin einfach schon 29. Das ist das letzte Jahr in meinen 20ern. Ich habe tatsächlich keine Angst davor, 30 zu werden oder so, weil es ist nur eine Zahl. Dirk ist auch schon 30, hat sich ja auch nichts an ihm verändert. Deswegen bin ich da sehr entspannt. Aber wie ihr wisst, liebe ich Geburtstage und ich liebe es, Geburtstage zu feiern. Und natürlich habe ich mir dieses Mal auch etwas Besonderes ausgedacht. Letztes Jahr in Vietnam hatte ich ja keine Freunde. Deswegen habe ich ja nur mit Dirk und meinem Kind gefeiert. Aber dieses Jahr bin ich sehr, sehr froh, dass ich in Deutschland bin und mit meinen Freunden feiern kann. Als erstes habe ich mir überlegt, was ich anziehen kann. Es ist nämlich wieder warm geworden. Heute sind 18 Grad. Gestern waren zum Beispiel 22. Und ich habe mir überlegt, dieses Kleid anzuziehen, was ich auch letztes Jahr in Vietnam sehr oft anhatte. Es ist endlich wieder Zeit für Kleider. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Sonst muss ich noch was drüber ziehen. Also viel drüber ziehen. So, das ist das Kleid. Ich bin sehr froh, dass ich noch reinpasse. Dann habe ich hier noch einen Blazer. Den habe ich letztens geschenkt bekommen. Das ist ein Vintage Blazer. Farblich wird er auf jeden Fall zu dem passen, was wir heute machen. Cute. Denn wir machen heute einen Blumenworkshop. Ich liebe es einfach, mit meinen Freunden zusammen etwas zu erleben. Also eher so Erlebnisse zu verschenken als materielle Sachen. Obwohl, egal, ich liebe es generell, Sachen zu verschenken, auch an meinem Geburtstag. Ich freue mich schon so drauf. So, nicht nur mein Outfit ist farblich abgestimmt. Ich habe tatsächlich auch gestern Abend noch meine Nägel neu gemacht. Ich habe mir vor einigen Wochen ein LED-Set gekauft von Neonail und auch schon einige Farben dazu geholt. Und deswegen bin ich in letzter Zeit sehr süchtig danach, mein eigenes Nageldesign zu machen. Heute habe ich Blümchen. Also ich habe hier Grün und Lavendel als Farbe genommen, denn ich glaube, das wird dazu passen. Ich habe schon das Instagram-Feed vom Blumenworkshop abgecheckt und da ist sehr viel Grün und Lavendel mit dabei. Und da habe ich ein ganz einfaches Blumendesign gemacht. Solltet ihr mir auf Instagram folgen, habt ihr schon einige von meinen Designs gesehen. Viele fragen mich dann auch immer so, wie ich das gemacht habe. Und Leute, es ist so einfach. Es ist so einfach. Wenn ihr den Pinsel seht, den ich dafür benutze, denkt ihr euch auch nur so, ah ja, macht Sinn. Es ist halt quasi so ein Pinsel, der eigentlich nur eine Kugelschreibermine ist. Und damit kann man voll einfach so Pünktchen setzen und alles ist kreisförmig. Und damit kann man zum Beispiel dieses Blumendesign richtig, richtig einfach machen. Oder auch ein Wolkendesign. Noch einen letzten Schritt, bevor ich ready bin, ist Eyeliner. Und ich benutze seit Monaten schon braunen Eyeliner, seitdem ich meine Haare braun gefärbt habe. Jetzt sind die ja auch rot mittlerweile. Finde ich braunen Eyeliner einfach viel passender. Schwarz ist irgendwie zu auffallend oder zu scharf. Thema Geschenke. Ich dachte mir diesmal etwas Besonderes. Und zwar hatte ich mir etwas überlegt. Alle, die jetzt zu meinem Geburtstag eingeladen sind, waren auch bei meinem Junggesellenabschied auf Mykonos mit dabei. Also 90% der Freunde, die heute da sind. Damals auf Mykonos haben wir das hier als Souvenir gekauft. Und zwar Trüffelolivenöl. Und da habe ich damals mit dem Verkäufer gesprochen und er meinte, er liefert auch nach Deutschland. Und dann habe ich mich vor 2 Wochen daran nochmal erinnert, habe schnell ein paar Flaschen bestellt als Geburtstagsgastgeschenktüte. Und als extra habe ich dann auch noch in jeder Tüte eine andere Olivenölart reingemacht, als Überraschung. Hier ist zum Beispiel Olivenöl mit Senf. Oder hier Olivenöl mit Zitrone. Und die Farbe der Tüten passt auch so gut zusammen. Also die Tüte habe ich einfach bei Kick gefunden. Für 79 Cent. Richtiges Schnäppchen. Ich freue mich richtig darauf, diese Sachen gleich zu verschenken und nochmal einfach eine Erinnerung zu wecken. Und ansonsten, glaube ich, gehe ich gleich los. Also ich gehe nicht gleich los. Ich muss jetzt noch mein Kind zum Mittagsschlaf legen. Dann kann ich losgehen. Also ist alles eigentlich perfekt getimt. Hoffentlich machen alle mit. So,
wenn ihr auf die Toilette möchtet, Hälse, habe ich den anderen Mädels schon gesagt. Ja. Auch in der Blumenwelt gibt es halt die Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Genau. Was ist denn eure Lieblingsfarbe? Genau, ganz vorsichtig. Oh Mann. Versucht, man hat voll Angst, dass es kaputt geht. Aber es ging, oder? Ja, oh wow. Oh mein Gott. Schön. Richtig schön. Oder Narzisse, oder? Genau, man fragt sich dann, was das für eine. Sieht aus wie die eine, die immer wächst, diese, die komplett weiß ist und in der Mitte so gelbes Pulver. Ja. Und die voll stark riecht. Das ist Tulpensaison, ne? Wenn ihr für 3,99 einen 10er Strauß bunt mitnehmen und das alles öffnet, wie schön das aussieht. Ja. Die halten nicht so lange wie geschlossene Tulpen. Noch eine Flexe. Wie groß die ist. Ja. Füllt die schon mal den, die eine Seite vom Kopf. Nice. Voll cool, danke schön. Bitte. Genau. Ja. Und ich finde, ihr dürft natürlich noch stylen, ne? Mit Perlen und Schleifchen. Mhm. Die Reflexen. Du fängst jetzt an zu essen, dass ich jetzt auch. Aber bei den Reflexen. Zu Hause um 19 Uhr. Eigentlich muss ich jetzt mein Kind ins Bett bringen, aber Dirk meinte, ich soll leise reinkommen. Okay, Leute, Dirk hat es tatsächlich geschafft, das Kind alleine schlafen zu legen. Er macht es natürlich öfters mal, aber es war heute halt nicht geplant. Es war nicht geplant, dass Dirk das macht, sondern ich. Der Geburtstag ist sozusagen vorbei. Wir hatten den Blumenworkshop und dann sind wir chinesisch essen gegangen. Wir hatten scharfe chinesische Nudeln. Auf jeden Fall war das sehr spannend und schön, wieder zusammen was unternommen zu haben, weil ich habe ungefähr so 3 verschiedene Freundeskreise. Es ist immer wieder schön, wenn sie sich treffen, nur wegen mir. Also normalerweise sehen sie sich nicht so oft, aber dank mir sehen sie sich 1-2 Mal im Jahr und das finde ich immer ganz schön. Und ich wollte euch natürlich meinen wunderbaren Strauß zeigen. Oh, sieht so schön aus, oder? Das sieht aus wie irgend so eine Werbekampagne. Sieht aus wie ein Blumenstrauß für eine Parfumkampagne oder so. Einfach super luxuriös. Jeder hatte einen anderen Strauß am Ende. Ganz, ganz individuell. Es war super schön. Jeder durfte seinen eigenen Blumentopf mitnehmen. Wir haben sehr viel dazulernen können, weil meine Freundin heiratet zum Beispiel auch im August und der Workshop war ganz gut, weil wir wollen ihre Blumen selber machen. Also wir wollen dann 2 Tage vor der Hochzeit im Großhandel, also ich habe ja Zugang zum Großhandel durch meine Eltern, Blumen einkaufen und dann zusammen alles stecken und ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen besser vorbereitet als vorher. Und ich wollte euch noch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Sind nicht sehr viele, aber dafür ganz besondere Sachen. Unter anderem ein Töpfergutschein. Oh mein Gott, ich freue mich so krass, weil ich habe tatsächlich auch zuerst nach einem Töpferkurs gesucht, weil ich wollte zusammen mit meinen Freunden töpfern. Aber es ist super schwierig, Termine in Berlin zu finden, vor allem auch so für große Gruppen. Also bin ich sehr froh, dass ich das jetzt geschenkt bekommen habe. Freue mich sehr. Und dann habe ich noch einen Ausflug gekriegt. Ich weiß nicht, was wir machen. Am 17. Juni muss ich mir frei nehmen und dann machen wir was zusammen. Und dann habe ich hier noch was von Dirks Schwester. Ein Jutebeutel mit voll den großen Henkeln. Voll die große Tasche, wow. Es ist kein Standard-Jutebeutel, nein, nein, es ist so ein XL-Jutebeutel. Sogar mit Innentasche. Richtig nice. Und dann habe ich noch ein bisschen Kosmetik gekriegt, weil das stand auf meiner Wunschliste. Also eine Freundin hat mich explizit gefragt, was ich haben möchte. Und zwar habe ich hier neue Kosmetikpinsel von der Marke Luvia, wo alles vegan und cruelty-free ist. Eigentlich wollte ich nur diesen Pinselreiniger, damit ich endlich mal meine Pinsel immer reinige.
Und generell neue Pinsel schaden nicht. Ich glaube, meine letzten Pinsel, die ich gekauft habe, sind von 2019. Da habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich wünsche mir halt einfach immer Sachen, die ich mir sonst kaufen würde. Und dieses Augenbrauen-Kit von Anastasia Beverly Hills, weil ich das überall auf TikTok sehe, mit dem laminierten Augenbrauen-Look. Und ich möchte das unbedingt auch nachmachen. Ich wette, es ist nicht so einfach, wie die es auf TikTok zeigt. Aber Übung macht die Meisterin. Das waren meine feinen und super schönen Geschenke. Und ja, ich werde die nächste Woche noch ganz viel mit den Blumen zu tun haben, denn ich habe Pflegehinweise bekommen, so alle 2 Tage kürzen, Wasser wechseln, und vielleicht nehme ich euch dort noch ein bisschen mit. Ansonsten wollte ich euch sagen, dass dieser heutige Tag mein Geburtstagsfeier war. Und es hat auch vollkommen die Phase meines Lebens wieder gespiegelt, in der ich mich wiederfinde. Weil, wie gesagt, ich habe Geburtstag gefeiert von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Also ich war genau von Tür zu Tür, 5 Stunden weg. Und dann habe ich es natürlich auch so geplant, dass ich ihn trotzdem zum Mittagsschlaf legen kann. Und idealerweise hätte ich ihn auch jetzt bettbereit gemacht. Aber es hat Dirk schon super alleine hingekriegt. Das ist so gerade die Phase meines Lebens, in der ich mich befinde, alles irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Trotzdem irgendwie Geburtstag feiern zu können, trotzdem Freunde treffen zu können, aber gleichzeitig auch genügend Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Und wir schauen dann mal, wie es die nächsten Jahre aussieht mit meinen Geburtstagen. Ich hoffe, es wird einfach nur jedes Jahr besser. Guten Morgen und willkommen zu 8 Tage nach meinem Geburtstag. Ich habe die letzte Woche jeden Tag die Blumen geschnitten. Viele haben es jetzt nicht mehr geschafft, aber das sind die, die noch übrig sind. Und man merkt halt einfach, dass zum Beispiel Arturien super, super lange halten. Die haben auch ihren Preis, aber dafür halten die auch 2 oder 3 Wochen. So, ich dachte mir, wir probieren heute meine Geburtstagsgeschenke aus. Einfach, um den Vlog abzuschließen und rund zu machen. Hier ist überhaupt keine Bürste drin. Es ist komplett durchsichtiges Gel. Das sind meine Augenbrauen davor. Ich habe ein bisschen Gel und dann kämmt man das nach oben. Ich habe auch schon mal meine Augenbrauen laminiert gehabt für meine Hochzeit. Der Look hat mir eigentlich gefallen. Seitdem bin ich aber nicht mehr hingegangen, weil das kostet ja auch Geld und hält auch nur 3 bis 4 Wochen. Da möchte ich ganz gerne schauen, ob das mit Make-up auch erreichbar ist. Jetzt versuche ich mir Augenbrauenhärchen zu malen. Ich habe nämlich tatsächlich hier so eine kahle Stelle. Also besonders, wenn man die hochgekämmt hat, bemerkt man, dass ich eine kahle Stelle habe. Vorher bemerkt man das gar nicht. Ich bin jetzt fertig mit beiden Seiten. Natürlich sieht man das auf Kamera nicht so gut. Ich bin nicht super zufrieden, aber fürs erste Mal ist es auf jeden Fall gut. Ich konnte zeichnen. Es ist nicht so, als ob ich mit einem Bleistift auf einem weißen Papier zeichne. Deswegen werde ich weiter daran arbeiten. Testen wir noch unseren Make-up-Reiniger. Ich habe den noch nicht benutzt und ich finde den jetzt schon so praktisch. Das ist mein schmutzigster Pinsel und ich werde jetzt ganz normale Handseife benutzen. Ich habe jetzt noch nicht die richtige Seife gekauft. Da ist das Make-up. Das ist ganz praktisch. Boah, wie satisfying. So, nach dem Waschen ist mein Pinsel wieder grau und nicht hautfarben, also hat sich gelohnt. Im Großen und Ganzen super zufrieden mit meiner Geburtstagsfeier und mit meinen Geschenken. Meine Freunde suchen sich natürlich immer das Beste für mich aus, beziehungsweise ich sage denen explizit, was ich mir wünsche. Das hat auch seine Vorteile. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Geburtstagsvlog gefallen. Ihr wisst, es geht jetzt los. Das ist mein letztes Jahr als Nicht-30-Jährige. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch super viel erleben werde. Und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Jahr zu meinem 30. Geburtstagsvlog. Und wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal auch zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie alt ihr seid und wie ihr euren letzten Geburtstag gefeiert habt.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.